Leute, was gesagt, mein Name ist C-A-E-H-D. Ich weiß, lange ist es her. Ich war gerade beim Friseur und gehe jetzt noch hin nach Berlitz und da so ein bisschen zu stöbern und ich melde mich gleich wieder. Jetzt gerade bei Berlitz für nichts entscheiden, dann würde ich sagen, ja okay, ich muss zum Bus gehen, warte ich dann, ja danke, dann gehe ich heute noch vielleicht joggen, dann drehe ich heute noch ein anderes Video und ich werde später sagen, warum ich keine Videos hochgeladen habe, also es hatte einen Grund, nicht nur weil ich faul war, sondern auch wegen was anderem. Okay, bis gleich. Dann ziehe ich mich um und gehe joggen, dann nehme ich euch dann auch mit und dann sage ich auch, warum in letzter, also die letzten Monate keine Videos kamen. Ich würde sagen, bis gleich. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich werde jetzt darüber sprechen und das werde ich jetzt auch. Ich hatte, also fangen wir erstmal ganz von vorne an, ich schneide meine Videos mit Shotcut. Shotcut ist ein kostenloses Videoschnittprogramm. Ja, und da gab es dann ein Update für Shotcut. Und dann hat Shotcut bei mir nicht mehr funktioniert. Ich konnte es zwar starten, aber dann meistens nur so für einen Augenblick. Für einen kurzen Augenblick, also so für 30 Sekunden konnte ich, also ernsthaft, konnte ich das starten. Und dann wurde ich die ganze Zeit rausgeworfen und wenn das einmal länger funktioniert hatte, also so 10 Minuten, kam da wieder eine Update-Meldung, hatte ich versucht eine zu machen, also das Update zu machen. Es hat nicht funktioniert. Dann bin ich auf der Version geblieben, die ich hatte. Dann konnte ich die App, also die Anwendung für so circa eine halbe Stunde geöffnet haben. Hatte ich ein Video fertig gehabt, also dieses Problem hatte ich jetzt seit Januar und es ist Mai. Also kann man sich schon ein bisschen denken, wie lange ich da jetzt herumprobiert habe, irgendwas hinzukriegen. Ja, da hatte ich dann versucht, das Video zu schneiden. Hatte ich es fertig geschnitten, wurde es von Shotcut nicht formatiert oder gerendert, wie das dann, also je nach Schnittprogramm, bei Shotcut heißt es auf jeden Fall, exportieren heißt es da. Ja, da wurde das Video dann nicht exportiert, dann dachte ich mir, komm, speichere ich das jetzt einfach so ab. Auch nicht funktioniert, da Shotcut dann meinte, rendern, formatieren, exportieren Sie das Video. Was halt nicht ging, da wollte ich dann das Video öffnen, das ich fertig hatte, aber da stand dann Videodatei nicht vorhanden. Oder auch Videodatei kann nicht geöffnet werden. Ja, da hatte ich dann jetzt die ganze Zeit nach einer Alternative gesucht. Hatte ich dann Shotcut gestern wieder angemacht, also komplett neu installiert, wie schon die 1 Million Mal zuvor und dann ging es wieder irgendwie. Also hoffentlich funktioniert es jetzt immer noch und wenn nicht, dann seht ihr das Video höchstwahrscheinlich nie. Ja okay, der Plan hat sich jetzt nochmal geändert, denn guck mal, wo ich wieder bin. Ja, vorhin gab es die DVD noch nicht, die ich wollte, aber jetzt gab es die, also ja, dann muss ich jetzt wieder auf den Bus warten. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, ich glaube, das war's dann heute mit dem Vlog. Jetzt gibt's noch eine kleine Timelapse zum Abschluss und dann war's das auch. Ich verabschiede mich und sage ciao!